Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Und ich bin hier am Ausprobieren oder habe schon sehr viel ausprobiert und ihr seht schon, Spot hängt in der Hose am Haken. Ja, und das ist eine Mechanik hier. Und zwar, wenn man den jetzt dick macht, geht das vordere hoch. Und das wollen wir ja aber nicht. Darum, das habe ich halt jetzt echt in einer langen Versuchszeit herausgefunden. Jetzt, wenn ich mich natürlich jetzt Und nun? hier reinstelle und Spot dick macht, dass dann die hintere Kugel aufgeht. Jetzt ist das Problem aber, wenn wir hier rausgehen, ich kann es auch schnell zeigen, geht es natürlich wieder runter. Und darum müssen wir uns erst was basteln. Und ich habe schon ein bisschen rumprobiert und das Naheliegendste ging nicht. Jetzt versuche ich es mal hiermit. Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Hä? Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Okay. Auch nicht andersrum. Nein, ich schätze, er hat schon. Gut, und wenn wir die mal nehmen. Und in den Knochenstumpf hier rein. Hier hast du einen Ersatz. Was denn? Kein Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? So, und jetzt hoffe ich mal, wenn wir hier das raufziehen, dass es die Oliven da oben abschneidet. Jetzt müssen wir den Spot erstmal wieder dünn machen. Spotty, was mache ich bloß ohne dich? Und nun? So, jetzt gucken wir mal. Sorry, wenn ich mich immer so freue, aber ihr wisst manchmal gar nicht, wie lange ich da, darum probiert habe. So, ja. Spot, ganz wieder dünn werden. Ich gehe mal wieder hier raus. Komisch, meine Maus verschwindet manchmal. So, und dann nehmen wir die Oliven auf. Die bringen wir am besten wieder in das Labor, weil da hat ja noch das blöde Rohr, Rätsel. Mal gucken, wie wir das machen. Ich hoffe, wir kriegen das hin, das Rohrrätsel. Also, zuerst einmal müssen wir die Oliven in den Glaskolben machen. Ja, das könnte funktionieren. Weil das soll ja dann da oben irgendwie in das Fläschchen reingehen. Und jetzt ist die Frage, zünden wir was, wahrscheinlich einfach das mit Spot an. Und los geht's. Oje, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Ah, okay. Sorry, wenn ich es jetzt so versuche. Ich mag keine Minispiele, das stimmt. Okay, gut. So, ja, da könnten wir eigentlich wieder hier raus.
Ha, ich habe es geschafft. Und jetzt? Ach, das ist schon da drin jetzt. Die holen wir jetzt runter. Mein selbstdestilliertes Olivenöl ist fertig. Aber wie komme ich jetzt daran? Nein, ich komme nicht ran. Das wäre alles ziemlicher Unsinn. Das ist das Einzige, was ich habe noch. Oh Mann. Vielleicht kann Spot da irgendwie rauf. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Er ist viel kleiner und schwächer und überhaupt. Okay, aber vielleicht auch einfach in der Konstellation, nicht? Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's? Sind da Bälle zum Werfen, habe ich mir jetzt auch gedacht. So. Oh Gott. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Hallo, Spot. Wo ist es jetzt hingeflogen? Hier oben? Runter? Dann müsste es im Stall sein. Oh oh. Dass es zu klug war? Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Was mache ich denn jetzt? Echt nicht? Oh je, außer den Scherben ist von meinem Destillat nichts mehr übrig. Was mache ich denn jetzt? Oh. Also wirklich gar nichts mehr übrig? Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Oh nein, wir müssen sie aber nicht füttern und dann macht sie... Ah ah. Oh. Nägel, das weiß ich auch nicht so. Eine Knochenhand. Was sollen wir ihr denn geben? Ich habe keine Ahnung. Kuh, was willst du? Oh Mist. Hat der noch was zu sagen? Ah, Sedgwick, kommst du voran? Ich war beim Astronom. Ich werde das Gefüge von Raum und Zeit flicken. Ich dachte, das kann nur der König. Tja, ich werde es trotzdem versuchen. Ah, das ist sehr nobel von dir. Sinnlos, aber nobel. Ich habe dir wahrlich viel beigebracht. Bleib du ruhig hier. Ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Ja, Kuh, was willst du denn fressen? Vielleicht einfach Wasser? Hol. Was will die Kuh mit Wasser, ne? Ich brauche vorerst kein Wasser mehr. Wir haben aber auch nur Mist eigentlich. Also was sollen wir dir denn geben? Können wir mit der Säge irgendwie eine Pflanze absägen? Dieser Vogel da oben. Der... ist mir immer noch ein bisschen ein Rätsel. Also nicht nur der, aber unter anderem.
Also unten hat es ja echt auch nichts. So, gehen wir mal zum Astronomen. Vielleicht, dass da irgendwas, das wir mitnehmen können. Sieht irgendwie auch nicht danach aus, ne? Vielleicht kann ich da Wasser abschöpfen. Vielleicht ist das ja cool für die Kuh. Da ist nichts zu holen. Der Brunnen ist versiegt. Ah, echt? Ich dachte, es sei braunes Wasser. Ah ja. Kann ich das eigentlich benutzen? Habe ich das schon versucht? Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Danke. Da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Nur in etwa. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich such derweil schon mal mein Sezierbesteck. Oh, nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Okay, oh nein. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Ich habe keine Ahnung. Ah, Mist. Mein Haustier hat meine Hausaufgaben gefressen. Das ist irgendwie. Oh, Mensch, Spot. Was machen wir bloß mit dir noch? Muss den Spot nie aufs Klo? Kann ich das eigentlich auch benutzen, da die Wippe? Pure Zeitverschwendung. Diese Wippe scheint überhaupt keinen richtigen Zweck zu erfüllen. Dann wir probieren einfach mal durch, ob wir hier irgendwie noch was. Nein. Ich schätze, er hat schon genug gelitten. Kombinieren können? Nein. Da ist kein Saft mehr in diesen alten Knochen. Schade. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Tod ist tot. Da lässt sich auch nichts mehr kurbeln. Nein, da ist kein Saft mehr in diesen alten Knochen. Na, sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Jetzt? Können die noch weiter verbinden? Habe ich nicht schon genug kaputt gemacht? Noch ist nicht alles im Eimer. Ja, aber fast. Ja toll, jetzt habe ich eine Zange. Das blöde Wetter, kann man da echt nichts machen? Da
komme ich nicht ran. Aber wozu auch? Er ist nur dafür da, um die Windrichtung anzuzeigen. Ansonsten ist er ziemlich nutzlos. Müssen irgendwas dieser Kuh geben. Kuh, was willst du denn? Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus, dass die Welt kurz davor ist unter... Kuh müsste man sein. Zum Melken bräuchte ich ein passendes Gefäß und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Ich habe einen triftigen Grund. Sie hat mein Öl... Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Nanu, wer sagt's denn? Nein. Einfach mit Mann, ey. Unglaublich. Jetzt kann ich wenigstens mal das Ölen da. Das ist ja schon mal dann der erste Schritt. Aber ist natürlich cool, wenn reines Öl wieder rauskommt. So wie es reingekommen ist. Dann wird die aber auch keine Milch geben. So. Oder muss ich das vielleicht noch umgießen? Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Okay, gut. Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfühlstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem, man muss es mit äußerst... Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum. Sein Hördings. Bist du ja wieder. Also, nettes Hörrohr. Was sagst du da? Schon gut. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Das sollte kein Problem sein. Die Kurbel liegt hier irgendwo rum. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind. Und dass das Planetensystem gut geölt ist. Wenn du nur den geringsten Fehler machst, könnte es in einer Katastrophe enden. Ja... Ich versuche es lieber allein. Tu das. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Was stehst du dann noch hier rum? Los, los, los! Die Zeit rennt uns davon! Nö, ich weiß es eigentlich nicht. Können wir die jetzt mal angucken? Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die fünf Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobbel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden, wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Da müsste ich da wahrscheinlich noch die Farben reinbringen. Hey, lass das! Wehe, du bringst... Das sind wichtige... Ja, ja. Bla, bla, bla. Ja, gut, dann beenden wir hier mal diese Folge und machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, tschüssi.